Anything you want to say to the community? I mean, thanks for your support. It means a lot. And yeah, thanks for supporting us, Ohne. Kuss. Of course, Bruder. Inshallah, we get legends. Oh. Hell yeah. Thank you so much, Grimbo, and I see you later. Was soll denn das jetzt? Du gehst. Es war keine Bitte. Wir sind hier gerade auf der Bühne, befinden uns genau kurz vor unserem Spiel gegen 9Z. Und ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir stehen im Moment 2-1. Wenn wir heute gewinnen sollten, sind wir durch. Dann haben wir es geschafft, sind in der nächsten Stage. Und ja, ich hoffe, das wird ein richtig spannendes und richtig gutes Spiel für uns. Und mal schauen, was die Jungs so sagen. Ausnahmsweise. Danke mal in die Kamera. Karim hat einfach gerade meinen Pulli gekriegt, aber es tut mir nicht alles für die Spieler. Der hat es einfach vergessen. Karim, sag mal, zum Glück gibt es den aber auch bei shop-bigclan.com. Nicht bigclan-shop? Oder so, ja. Oh, oh. Er hat falsch gesagt. Oh, Mann! Oh, oh. Nils, nee, fühlt sich vor dem ersten Game. Sehr gut. Ist noch kalt hier drin, noch sehr leer. Aber es wird wieder sehr gut hier oben. Willst du wieder deinen Move machen bei dem Ace? Wenn ich dance in der Kauze, dann ja. Das ist ja ein Ding zwischen Dance und mir. Sonst. Ich kann mal den Move zeigen. So hier war der. Nein. Die haben alle gedacht, du machst so. Und alle, ja, ich bin alle im Chat waren schon so, oh Gott, Nils, jetzt kommst du wieder nach Hause. Das ist der geistige Ich war so. So ein Meme vom TikTok. Hier, ihr seht, ist noch relativ ruhig. Das ist hier gerade wieder die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben ja schon einmal auf der Bühne gespielt gegen Furian, voll brasilianisches Team. Heute gegen 9Z. Nicht brasilianisch, aber ein brasilianischer Spieler und südamerikanisch. Ich denke mal, das wird wieder eine richtig, richtig krasse Stimmung werden. Und die Stimmung wird wahrscheinlich nicht für uns sein, aber wir halten die Flagge hoch. Wir schneiden da gleich nochmal das Video rein, wie wir, was für eine Reaktion wir gekriegt haben. It's huge. 10 KOT, that's nothing. LOL, Bigland fan. What the fuck? Oh my god. Okay, I would be very careful.
Gegner keines anderen als am 9C. Gefährliche Gegner, haben auch schon öfter im Training gegen die gespielt. Natürlich vor der Crowd, mit der Crowd gefährlicher jede nie. Aber wir sind sehr confident und wir werden unser Bestes natürlich geben. Time to play. Time to play, Max. Aber hörst du mich gut? Ey, bin ich leise bei uns? Du bist Weltklasse, voll schön. Da hinten ist Gaules und da sind schon relativ viele brasilianische Fans, die da hinten stehen. Und wir versuchen jetzt einfach mal mit ein paar Gastgeschenken uns deren Support für das nächste Spiel zu erkaufen. Who do you gonna support against Big vs. 9C? I have to say that we don't hate Big Team, yeah? But I need to cheer to Brazilian players, yeah? 9C is Brazilian. I hope that, of course, you lose now, but you can qualify to the Legends, so we can see you again. I brought something to change your mind a bit. Okay, let's maybe. Let's make, maybe you can buy us. I'm a big Gobi B fan. Big Gobi fan? Since 1.6, I want his autograph on my mouse pad. Do you have one? Do you have an autograph? No, I don't. I want one. But you have your mouse pad here. Yeah, I have. Yeah, we will ask him. I'm his biggest fan from 1.6. We will ask him. How good do you know Big? Not that well. Not that well. Let's see. I have three easy questions for you, and if you get two of them right, you can win the jersey. Okay. Not a jersey, but a T-shirt. Okay. So question number one would be who is the IGL? Who is the IGL? Used to be Gabi, but now he's the coach. Yeah, used to be Gabi. So is it Tapsin? Yes, it is. Okay. It is. Okay, you got one right. Okay, second question, which is a little bit harder. Who didn't got a skin for a sticker for the major? That's lineup. Easy. It's Sin, right? That's correct. So. But now you have to cheer for Big in the next match. Really appreciate you guys having us. Thank you. Now we are Big. Go big. Go big. Let's go big. Let's go. That's what I want to hear. Can you all scream go big for the vlog? Yes. Go big. Ich würde einfach mal sagen, das lief ziemlich gut. Wir haben jetzt ein paar neue Big-Fans hier. Go big. I don't know if you remember me, but we have met before in Antwerp. And you did a little live stream there and asked one of our players a question. It was Krimbo. Yes. And you mix them up with Faith and ask Faith the question. So I have one little question for you. Which one of these is Krimbo? Which is Krimbo? This one. Yes, you're right. Welcome. A little bit of Big Merch for you. Thank you so much for doing this. I hope it fits. That is like a jacket, right? That's a pullover. Yeah. You just bought this. Yes. I mean, you can put it on. Thank you so much. The problem right now, we all talked about Sersin just being online and he's showing up on the major right now, but where the hell is everyone else? Where is Krimbo? I want to see that today from at least one of the two rookies.
unser Spiel. Lass uns Legend-Status jetzt klar machen, Alter. Dennis da. Amina Sokton. Ja, komm, Alter. Was jetzt? Lass diesen machen. Die, ey, die hitten gar nichts, Alter. Komm, ihr geht nie down in eurer Ära. Ihr habt immer 30 Schuss, bevor irgendwie ihr down geht, Alter. Ich hab schlechte Momentum-Settings. Ja. Mach Reset All. Reset All, ja. Weil manchmal, die stellen so Sachen ein, das geht nicht weg. Das haben wir auch jetzt. Ja, und bei ihm ging heute gut rein. Gute P25. Ja, ich schwöre. Ey, lass ihm gar keine Luft zum Atmen. Gar nicht. Ihr wisst, solche Teams müssen viele Runden in Folge holen. Sonst zeigt sich der wahre Skill. Und der wahre Skill ist sehr weit unten. Sehr weit. Legend Stage? Komm. Die verdient es noch niemals mehr als wir, Alter. Ja. Die verdient es 0,0 mehr als wir. Vamanos! Roman, wieso gehen die wieder nur Steg? Tapson here at the A-bomb site. Tapson with the chance to ruin the dreams. He's gonna peek this for sure. They're lined up. They're lined up, and Max! Max again! Wow, I was gonna say easy one kill at least. It's all on Searson and a scout. This one's got overtime written all over it. 90 gonna force out as they do hit the shot onto Searson, put him down to 29. They'll finish the job, but David, his third kill in the round. Another comeback from the hometown team. This time it needs to be completed if 9Z want a chance at the Legend stage. That while he gets his teammates closer to him. No one going from tunnels. Molotov, therefore, is significant. It's going to buy more time. This is going to be extremely difficult. It's got to be clinical. Crimbo with the smoke to cover off the mouth of the tunnel. So now it doesn't even matter that no one's coming that direction. He just wants to make sure the T's aren't. But that tells Buddha, if they're smoking it, we don't have to. We just have to watch the front of the site. They forgot about window in doing so. Tapson comes through. Crimbo as well. Suddenly it's all Buddha. He's low enough on the HP, but do they have the time? It's going to be so tight. I'm not convinced they have it, even with the kick. I think this is going to go. Hallo Yilmaz. Wie geht's dir denn so? Gut, Schumbenden, mir geht's auch sehr gut.
Dankeschön. Wieder Big Style am Ende. Dankeschön. Boah, hast du die Diffuse-Runde gesehen? Ich habe aufgestanden und danach habe ich überlegt, ob das gut war. War sehr gut. Ja, war super entspannt. Vor allem die erste Map. Bei der ersten Map konnte ich mich zurücklehnen, bei der zweiten erst recht. Also, Sauerstoffzelt wäre gut gewesen, aber ich glaube, wenn man mal am Ende wieder so ein Match gegen ein südamerikanisches Team in Overtime gewinnt, dann weiß man, was es heißt zu leben. Also war wirklich sehr, sehr coole Erfahrung, aber am besten das nächste Mal ein bisschen deutlich, wenn es geht. Wirklich von jedem. Ich muss jetzt auch mal. Selten, aber jetzt brauche ich die Wärme. Super Teamleistung und dann nochmal wieder in der Overtime nochmal zurückzukommen. Ich war wirklich erstmal so ein Legende. Noch besser als das erste Mal. Es war wieder Overtime, aber es hat wieder Spaß gemacht. Oh mein Gott. Top. Wie ist es so mit den brasilianischen Fans? Ja, die sind natürlich laut und gegen uns, aber das pusht natürlich auch, ne? Jetzt fängt es an zu regnen, vielleicht weil die sie verloren haben. Vielleicht auch ein Grund, aber ja, mich pusht es. Aber es war so, bei 15-15 wird es schon sehr laut. Und aber ja, wir sind stark geblieben. Ja, wir sind jetzt Legenden, ne? Legend Stage. Die nächsten Games, wir haben einige Games noch hier in Rio. Ja, was soll ich sagen? Erste Map, grandios. Zweite Map, grandios. Resultat, grandios. Und du hast uns unseren eigenen Big Fan Club in Brasilien, unseren Big Block. Ich habe ganz viele sofort bekehrt. Nothing can stop us. Aber das ist mein Tweet, wenn wir ins Viertelfinale kommen.